Europawahl. 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 Europawahl ist für uns wichtig, weil wir schon lange immer im Grenzbereich wohnen. Wir haben lange in Trier gewohnt und wohnen jetzt in der Pfalz. Die Wahl ist also im Grunde genommen für alle beteiligten Parteien eine Chance, klarzumachen, was sie voneinander hinsichtlich Europa unterscheidet. Und interessant in dem Zusammenhang sind ja auch die jüngsten Äußerungen beispielsweise der AfD-Leute und jüngste Äußerungen der Linken, die also doch tendenziell mittlerweile auch beide eher europafreundlich sind. Gerne zur Europawahl gehen, weil wir es für notwendig erachten. Warum notwendig? Damit die Abgeordneten, Parlamentarier und so weiter Europas möglichst repräsentativ auch die Bevölkerung wiedergeben und die richtige Politik machen. Also Europa ist mir schon sehr wichtig. Ich fühle mich als, so, schon so langsam als Europäerin. Man denkt und fühlt schon so langsam, man integriert sich. Und die Europawahl ist ja dementsprechend auch für mich wichtig, damit ich eine Stimme habe, um mitzubestimmen, wie es weitergeht und welche Personen für mich wählen. Natürlich hat alles seine Vor- und Nachteile. Und die Europawahl, der Brexit-Austritt oder die Entscheidung von England soll also noch vor der Wahl getroffen werden, entweder für oder gegen. Aber auf jeden Fall soll jetzt endlich eine Entscheidung getroffen werden. Die Europawahl ist extrem wichtig und sie wird ganz wenig beachtet. Deswegen ist es ganz wichtig, dass es solche Umfragen gibt und dass Sie zur Wahl gehen. Ja, ich weiß nicht wirklich, was die Europawahl ist und ich weiß auch nicht, wofür sie gut ist. Servus Leute! Also, wir warten drauf, bis der Wahlzettel in unserem Briefkasten flattert und dann wird gewählt. Europawahl! Für mich ist die Europawahl einfach nur eine riesengroße Geldvernichtungsmaschine, so wie der ganze Humbug in Brüssel. Ich halte sie für wichtig, um über die nationalen Grenzen hinaus etwas Ordnung reinzubringen. Europawahl ist eine gute Chance, die Abgeordneten zu wählen, die uns für Europa richtig vertreten. Für mich bedeutet die Europawahl leider nicht sehr viel, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich mit meiner Stimme da was verändern kann. Von Europa hängt unsere Zukunft ab und möglicherweise die Zukunft der ganzen Welt. Deshalb gibt es nur eines: Europa muss zusammenwachsen. Also die Europawahl mit Sicherheit die wichtigste Wahl. Bevorstehende Wahl, denn davon hängt das Wohl und Wehe unseres Landes und nicht nur unseres Landes, sondern ganz Europa ab. Also ich finde die Europawahl sehr wichtig und ich finde das erstens für Deutschland und zweitens für ganz Europa, sodass wir eine gewisse Substanz, ein Fundament in Europa erreichen können, sodass wir uns verstärken, dass Europa stärker wird und nicht schwächer wird. Aus diesem Grund muss ich sagen, ist Europa für mich die erste Wahl. Die Europawahl ist für mich sehr wichtig, weil gerade zu der Zeit jetzt finde ich es wichtig ist, in Europa den Zusammenhalt zu zeigen. Nicht, dass die Nationen auseinanderdriften, sondern dass sie zusammenstehen. Und ich denke, es gibt viele wichtige Themen, die gerade besprochen werden müssen. Ökologische Themen, Klimawandel. Und auch neuerdings auch Dinge über offene oder geschlossene Grenzen. Und deshalb gehe ich wählen. Von der Europawahl habe ich überhaupt gar keine Ahnung, weil einfach ein Informationsfluss herrscht beim Bürger und ich bin schlecht informiert diesbezüglich. Mir bedeutet die Europawahl ganz viel, denn es ist eine Chance, das demokratische Europa zu stärken. Europa ist der Garant dafür, dass wir in Frieden und Freiheit leben können seit über 70 Jahren. Das ist fantastisch. Und dass sich die Pfalz, die Südpfalz, überhaupt unser Land so gut entwickeln konnte, ist auch der Tatsache geschuldet, dass es keine Grenzen mehr gibt. Und dafür ist die Europa die beste Voraussetzung. Kleinstaaterei, Kleingeisterei, das sollte hier keinen Platz mehr haben. Deswegen gehe ich zur Wahl und ich bitte auch viele Bürgerinnen und Bürger, möglichst alle wählen zu gehen